Ja. Wo kommt er mit? Ja, bei dir. Ja, komm, ey, normal. Hey, darf ich meine saftigen Hände an den saftigen Hüften legen? Da. Geil. Hier ist es. Ja. Danke, Boss. Der Maul. Müssen wir das bekommen? Aber zu mir haben die gesagt, ich darf mich hier nicht mehr blicken lassen. Also ich darf hier nicht mehr hin. Ja, dann sag doch hi, E-Beams. Aber ich hab Angst vor denen, das sind viele Leute. Hau die, Mann. Aber glaubst du, das war ein dummer Zufall? Ihr habt keinen Dispatch geschickt Zufall. Oder sonst. Ich ruf doch keine Bullen. Digga, wir rufen keine Cops, Digga. Wir geben euch doch keine Taschen und rufen Cops, wenn wir abgezogen werden. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Das Geschäft läuft halt nun mal so und wir reden nicht mit der Polizei. Hä? Warum denkt ihr, sind wir von RSF rausgegangen? Das war, weil da ein fucking Ex-Marshal drin war. Wegen solchen Larrys sind wir rausgegangen. Okay, was ist... Okay, ihr sagt, das war ein dummer Zufall, nehme ich erstmal so hin. 100%. Erste Theorie, also meine Theorie ist es, da war die rote Banshee von einem Typen namens Lou, okay? Der ist ein großer Snitch, der hat versucht hinterrücks den OG abzuschießen, nicht getroffen, also so ein Idiot ist das. Was geht? Also das ist ein richtiger Fisch, okay? Der war auch RSF da, aber der ist jetzt draußen. Also wir haben seit langem keinen Kontakt mehr mit dem Spaß, okay? Okay. Der Typ, okay? Was ich denke, was passiert ist, weil sein Auto stand da und Freddy hat sich angerufen und meinte dann, um den Lou haben wir uns gekümmert. Ich habe den Wagen gesehen, ihn habe ich nicht gesehen. Ich denke mal, die haben den bearbeitet, okay? Ja. Der war halt nicht mehr da. Keine Ahnung, ob Medikam oder keine Ahnung, Spielzeit, ich weiß es nicht. Was sein könnte, wäre, der hat, keine Ahnung, die Polizei dahin geschickt. Das kann auch ein Ding gewesen sein. Aber eins kann ich dir sagen, von meinen Jungs, okay, keiner, der hier steht, würde für irgendein Ding, was in der Straße zu tun hat, niemals die Bullen rufen. Okay. Niemals. Warum lachst du? Weil er die ganze Zeit sagt, okay. Ich hab so eine kleine Bindung. Alles cool, Bruder, ich feier das. Okay. Also pass auf, ich sag euch ehrlich, für uns gibt's keinen Grund, euch nicht zu glauben. Aber ihr müsst selber auf euren Ruf achten. Aber es gibt ein paar. Lass mich mal ganz kurz erstmal die Sache zu Ende bringen. Bei der Geschichte ist es mir sehr wichtig, weil wir haben Geschäftsbeziehungen zueinander. Die Leute sehen, wenn wir hier stehen und sonstiges. Wenn ihr snitcht, zieht ihr uns da gewisserweise mit rein. Das heißt also, seht zu, dass ihr dann reinen Ruf kriegt. Es gibt für uns keinen Grund, euch nicht zu glauben. Deswegen nehmen wir das jetzt so hin, wie es ist. Aber achtet auf so eine Scheiße bloß. Weil das wäre ein Grund für uns, euch hier zu vertreiben. Weil wir nicht wollen, dass über uns quasi dann Snitches wohnen. Ich sag euch nicht, dass ihr welche seid. Und ich verstehe auch, es gibt für uns keinen Grund, dir nicht zu glauben. Du hast uns noch nicht belogen. Weißt du, was ich meine? So, bis jetzt ist es ja auch nur ein Gerücht und ich kenne die Zufälle nun mal blöderweise ziemlich genau, wo dauernd Bullen irgendwo auftauchen, wo man gar nicht nachvollziehen kann, warum. Vielleicht haben sie auch einfach irgendjemanden gejagt, gerade nach dem Shopraub und sind da hingefahren, um zu gucken, ob der Typ da ist, vom Hehler vor. So, versteht ihr, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Gibt tausend Optionen so und jetzt zu sagen, ihr seid Verräter, deswegen kein Plan. Also ich denke nicht, dass irgendein Gangster in dieser Stadt ein Dispatch sendet, außer er könnte übelst drauf gehen. Nee, nicht mal dann. Gibt keinen Grund, sorry. Geil, viel fort. Das Thema ist dann für mich erstmal ad acta. Ja, das Thema ist durch. Dann ist uns jetzt die letzten Tage noch ein bisschen häufiger zu Augen gekommen, auch von uns. Nee, er sagt's zu nett. Jungs, wenn ihr nicht wisst, wer vor euch steht und ihr irgendjemanden von uns dumm anlabert, ballern wir euch nächstes Mal weg. Nicht böse gemeint, aber das geht nicht. Immer wieder treffen wir Leute von uns auf Leute von euch und die labern die dumm an. Wir dürfen hier nicht durchfahren oder sonst irgendwas für den Scheiß. Ist okay, wenn man das sagt, so, aber ein bisschen Respekt vor Leuten, wo man nicht weiß, wer das ist, ist sehr wichtig. Ja, ich weiß, welche Situation das war. Ich hab's versucht. Ich will, ihr braucht auch nichts für zu erklären, wirklich nicht. Ich bin gar nicht hier in der. Wirklich nicht. Seid respektvoll zu unseren Leuten, sonst respektieren wir euch auch nicht. Ist keine Drohung, das ist Tatsache und das wisst ihr. Auf jeden Fall. Easy. Weißt du, bevor er jetzt rumdruckselt. Genau. Um zu sagen, wir sind niemand, ist auch. Ja. Ey, mal eine kurze Frage. Steht Mitch die ganze Zeit mit überall? Ja, das. Ich bin auch verwundert tatsächlich. Also, warum? Ich dachte, das ist okay für euch. Keine Ahnung. Hey, warte, machen wir jetzt einen Esco-Shop? Ja, klar. Okay, cool. Ja, ich konnte gut parken. Oh, Baby! Wir alle im Whiskey-Bur. Alles die Hütte. Es geht um diesen Rick, der tot ist. So,
wir haben versucht mit ihm zu reden, der wollte nicht reden, haben wir ihn ein bisschen gekitzelt, so auf unsere Art. So schön und gut, hat er auch nicht geredet, dann wollte er was essen, weil er Hunger hatte. Ja, dann hat er was gegessen, hat dabei irgendwas eingeworfen oder das Essen selbst vergiftet. Ich wusste auch nicht, dass wir dieses hier machen. Dann hätte ich garantiert keine Neon Arzt. Und ich hätte mir was anderes angezogen, ich hätte Essen mit. Ich hab Hunger. Heute hat jemand überhaupt nicht... Ja. Oh Mann. So, Sir, Head hoch. Nee. Schatten. Er will nicht. Doch. Du musst jetzt links, glaube ich, oder? Durch die Mauer. Ja, oh. Oh, 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 oh. Was habt ihr denn? Hey, denk dran, das ist der Sag noch mal, ich bin einfach nur Helldriver, Digga. Ich hab's komplett, wie ich die Kurve genommen hab. Da haben wir doch fast mal alle weggerannt. Das war mehr Adrenalin als der Raum. So mögen wir das. So lieben wir das. Oh Gott, der Arme. Jetzt einfach auch nicht bremsen, einfach in die reinfahren. Ey, wenn man doch immer Speck hat am Körper. Minimal. Jo. Der Hund hat gefurzt, ey. Digga, was? Boah, Esko, du bist so ehrlich. Ich hab den Hund, ja, Esko. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, was? Lass Junge. Die Türen auf, lass die Türen schwör, auf. Ich schwör, das wegen dem Burger. Ja, warte, ich mach mal. Alter, das riecht aber richtig nach Achtung, Eier. Achtung, Schwall kommt an. Er gibt sie nochmal Burger, dann wirst du das inhalieren, dann sperr ich dich im Auto ein, das ist ja ekelhaft. Ja, da hast du aber anschließend die Nase frei. Oh, jetzt hab ich Gänsehaut, Alter. Ich lange nicht mehr so was Heftiges gerochen. Puh, Alter. Oh, das zieht alles raus. Und hattest du eins an? Cops. Okay. Cops. Das ist echt traurig. Anschauen. Abhol. Ich muss kurz aufnehmen. Hallo, Sir. Ruf mal bitte jemand Well an und entschuldigt mich. Ich ruf erstmal unsere Leute an. Ja. Da sind direkt gerade Cops hingekommen. Wir werden die auch niemals los. Wir brauchen deren Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Alle nach Palito. Wir fahren auf Palito. Wir fahren Richtung Palito gerade. Wir müssen aber an der Grenze vorbei. Nein, ich fahre nach rechts. Ich hole die ab auf meiner Lieblingsstraße an der Grenze. Okay, wir fahren jetzt an der Mauer entlang rechts. Oh, Baby! Oh, Baby! Schneekönig, Alter! Was ist denn das für ein? Nee, nicht Sumpf. Wir sind noch vor der Grenze. Hm. Rechts abgewogen. Und das war's. Oh Gott. Geht noch. Die Achse hinten rechts. Okay. Der verzieht nach rechts. Ruf du am besten auch Der verzieht nach rechts. Scheiße, der verzieht nach rechts. Der verzieht voll nach rechts. Ich kann kaum gegen die Achse. Ja, die irgendwas ist mit der Achse. Die sollen bei den Italienern hochkommen. Die sind doch hinter uns gewesen, ein paar Leute. Die sollen zu den Italienern hochkommen. Ja, das sind Opfer und die hören nicht. Ab den Italienern halten wir Knarre am Kopf, ja? Wie viele haben wir? Ich hab eine Knarre. Habt ihr alle eine? Ich hab eine Knarre. Ja, bei den Italienern fahr ich. Ah, der hat so einen rechten Zahn. Alle zu den Italienern hoch. Bei dem Traum. Wir verschanzen uns hier. Sofort zu den Italienern. Italiener. Heli, Abholung, unbedingt. Heli. Wir brauchen unbedingt Abholung. Oh. Hey, wir brauchen weg. Abholung. Abholung. Wir brauchen Abholung jetzt. Bei den Italienern. Sofort. Wir brauchen Platz. Ich brauche, der reicht. Jalla, schnell. Hier ist Heli, hier sind Cops. Jalla, Neon, jetzt. Neon hinten links. Ja, Neon hinten links. Komm schnell zum Italiener. Okay, Heli ist auch weg. Ich glaube, ich bin ein bisschen safe. Der Hund! Wir haben keinen Platz für den Hund! Scheiße! Der Hund! Der ist drin im Auto! Ich bin jetzt... Cops. Ich fahr grad die Weinberge hoch. Und du hast den Cops? Fahr schneller. Okay. Soll ich wieder umdrehen? Nein!
Ups. Oh, doch, doch. Oh, Bruder, ja. Bam. Fahr einfach. Okay, so. Ah, dennoch Kennzeichen und so. Oh, warum fahren wir angemeldet raus? Egal. Ja. Egal. Komm mal zu. Moin. Hilfe. Moin. Ja. Uff. Fahr doch weiter. Steig ein. Hallo, sofort, Hallo. Sofort, Hallo. Nano, nimm den Nano. Sofort. Nimm den Waffe weg, den Waffe runter. Fahrt weg. Verpisst euch einfach. Nimm den Waffe runter, steig in dein Auto. Steig in dein Auto. Letzte Warnung, ich schieß dir ein drittes Auge. Steig ins Auto, fahrt weg. Einsteigen. Lass uns in Ruhe. Und einfach weiterfahren. Niemandem muss hier was passieren. Los, einsteigen. Und wegfahren. Losfahren. Losfahren. Schnell. Steig ein. Jetzt. Los, steig ein. Scheiße. Ja, läuft wieder. Scheiße. Ja, kein Ding. Hinten, okay, rechts. Andere Seite fahren. Andere Seite, die Kraft von anderer Seite. Das heißt, andere Seite ist frei. Jetzt links, ja. Weiter, gib ihm. Vollstoff. Ja? Ja, Bruder, alles in Ordnung bei dir? Ja, seid ihr weggekommen? Wir sind weggekommen, wir haben Esko aufgerettet. Die haben uns angehalten, wir sind ausgestiegen, alle Knarre am Kopf gehalten. Wir sind eingestiegen, sind weggefahren, wir sind auch weggefahren. Geht doch, Digga. So geht das. Alles klar, bis gleich. Bis gleich, Bruder, aber. Ja. Geil, sowas Geiles hab ich lange nicht mehr erlebt. Geil! Baby! Ich hab Pipi in der Hose. Ich ist zum Glück nur eine kurze Hose.